Guten Tag. Im Hintergrund der Mitarbeiter des Monats. Ich versuche jetzt mal die Kunden zu bescheißen. Warum gehst du jetzt an die andere Kasse, du Penner? Ich hab dich gar nicht gesehen. Hausverbot. Bleib doch mal stehen jetzt hier. Will dann hintergucken. Mehl, 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 Mehl. 10 kleine Assikunden kaufen heute Mehl. Bier ist das bessere Wasser. No luck today. No luck today. So ein Scheißdreck. Store is closed. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Simulator. Den Lebensmittelgeschäft-Simulator Prolog. Ich habe die Peri gefragt, ob sie mitspielen will, aber die antwortet leider nicht. Deswegen spielen wir das jetzt erstmal alleine. Mal gucken, vielleicht kommt sie noch rein, falls sie es liest. Wenn nicht, erstmal gucken, vielleicht ist es ja auch total schlecht. Was gut sein könnte. Ich kann nicht springen, also ist es schlecht. So. Aber ich kann rennen. Gucken wir uns erstmal alles an hier. Was tun? Nein. Ich finde es gut, dass wir sehr schnell rennen können. Das ist der Parkplatz. Okay. Ich hoffe, ich muss die Kasse nicht bedienen. Ihr wisst, das ist nicht gut. Enter Checkout Counter. Hold, pick up. Piep, piep, piep. Cool, leave. Okay, kein Intro, kein Tutorial, keine Erklärung. Order. Ich meine, Lebensmittel wäre gut, ne? Units in order. Ich habe $100. Einmal. Das ist ein bisschen. Ich habe nur $100. Warte mal. Guck mal, das kostet weniger. Ich dachte gerade, hier wäre ein Fleck. Ich wollte ihn gerade wegmachen mit dem Finger. Das kostet weniger. Ach, guck. Ne, guck mal, da sind 6 Stück drin, heißt das, ne? So, dann das, 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 das und das. Das geht noch nicht. Also ein Bier, was so heißt, ne? Okay. Gibt's das? So. Erstmal so, dann ein bisschen mehr, ich weiß nicht. Inventar. Brauche ich Regale? Ich order das mal eben erst. Okay, es ist nur der Computer. Ich habe ein Regal. Store closed. War doch gerade. Guckt der hier hinten an? Ja, guck mal. Oh. Hallo. Ach. Kommt das erstmal hier rein. Damit hier nicht so lange der LKW läuft. Ich kann es werfen. Puff. Okay. Ich wollte gerade noch gucken, was er da für Sachen drin hat, aber. Geht das jetzt auch automatisch? Ah! Dann gucken wir mal, wo wir das wie einräumen können dürfen. Ich muss jedes einzeln drücken. Okay. Was mache ich mit der Kiste?
Ich weiß nicht, was ich da gekauft habe. Chipsidian. Was ist denn das? Sieht aber eklig aus irgendwie. Was Chips sein? Potato Flavor. Toll. So. Das ist Waschmittel, ne? Ja, Mr. Wash. Mehl. Ach so, auch das noch. Kann ich überhaupt alles jetzt hier reinsetzen? Ein noch? Ja. Boah, hab ich Glück gehabt. Passt gerade so eben. So. Kann ich einen Mitarbeiter einstellen? Bank? Lieferung? Inventory? Nein. Oh! So. Oh, das ist ja herzallerliebst. Das ist, ja, gut, kann ich noch nicht. Ja, okay. Cool. Dann habe ich die Befürchtung, ich muss an die Kasse. Store is open. Okay. Ich kann mal versuchen, die Kisten wegzuschmeißen. Was ist das für ein Geräusch? Ist das das Auto? War es richtig? Bin mir nicht sicher. Es ist ein sehr einladender Shop. Oh. Hallo, Sie sind meine erste Kundin. Willkommen. Ja, okay. Kann ich Ihnen helfen? Exactly what I was looking for. Na Gott sei Dank. Just please, thanks. Eieiei. Oh. Okay. Danke. Oh Gott. Ein 3 Cent. Ein und 1, 2, 3. This is just what I need. I think I'll use my credit card. Ja, ja, das ist bestimmt besser. Du hast Credit Card gesagt. Change to... Warte mal, habe ich das schon geschrieben? Scheiße. 5 und... See you next time. This one's on my list. Oh ja. Was muss ich tun? 2,49. Just these, thanks. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Thanks for the quick service. Oh Gott, oh Gott, ja, quick service. Ich bin, oh ja, das ist besser. 15, 61. Gottes Willen, das ist ja ein Stress hier. Gott, hat sich noch keiner beschwert, glaube ich. Just these today. Ja, supi. 20.04. $0.58. 50. Ja, kein Ding. Bin überhaupt nicht nervös. 86.60. This looks good. Ja, das sieht gut aus, ja. Goodbye. Oh, kann er bitte mit Karte zahlen?
Und warum gibt er mir so viel? 42, exactly. Ah, ich glaube 42, 72, 2, 4, 1, 2, 50, 60, 70, 1, 2. Just these today. Ja, sehr gut. 8, 4. Goodbye. Goodbye. Oh Gott, wie viele kommen denn da noch? Exactly what I need. Oh nee. 17, 26. Okay, bis nächstes Mal. Ja, danke, Ihre Karte. Was kannst du nicht finden? Just these, thanks. Oh, wieso bezahlt ihr denn mit so hohen Beträgen? 93, 87. 93. Ja. 47, 42. 47. Ja, ich kann hier gerade nicht weg. Just these today. They don't have what I need. Ja, Entschuldigung, ich. Okay, wie soll ich denn hier was Neues bestellen, wenn ihr hier Amok kauft? Just these today. Looks like they're out. 9, 47. Let's get these scanned. Ja. Okay. Das war passend, oder? Mich sollte man bisher nicht an der Kasse lassen. Kann nur schief gehen. Obwohl ich damals nicht schlecht war. Aber sehr nervös. Okay. Sehen. Das finde ich. Oh ja, es leert sich. 6, 9, 8. Für $3,49 zahlst du mit Karte. Goodbye. Tja. So ist das. Wie komme ich wieder weg? So. Nee, komm, ich wollte gerade mal hier sauer machen. Ja, tut mir leid. Ich weiß doch gar nicht, wie lange wir aufhaben. Ich bin neu in dem Geschäft. Kann ich den doch einfach so wieder schließen? Nee? Ja. Sorry. Nice. Nice? Just these. Thanks. Okay. Mit Karte, kein Ding. Für 3,49. Thanks for the quick service. Ja, kein Problem. Sorry, dass hier was rumliegt. So, kaufst du jetzt noch die Chips hier oder nicht? Wie lange haben wir denn hier auf? They don't have what I need. Ja. They don't have it. Wie lange haben wir auf? Bis 24 Uhr oder so? Gibt's irgendein Menü, was ich hier öffnen kann? Na, Schitz? They don't have it. Ja. Dann. Warte, die Chips brauche ich nicht. Dafür machen wir nochmal was probieren. Ja, ich habe doch gerade bestellt. Just oh. These, thanks. Okay. 2 Cent. Okay. Macht er nicht auf? Doch. Just these, thanks. Danke. $1,51.
So. Okay, es wird dunkel. Sind wir 24/7 oder? Und haben wir gleich mal zu. Ich hätte gern Mitarbeiter. No luck today. Oh, ich habe, glaube ich, eine Nachricht von der Peri. No luck today. Dann gehen wir doch mal kurz gucken. Sekunde. So, die Peri installiert das jetzt, glaube ich. Oh, hä? Hat er nicht angehalten? Hat er einfach weitergemacht? Und dann kann die Peri gleich an die Kasse. Okay. I think goodbye. I'll use my credit card. Okay. Think just this today. 2:42. So schnell. Gott, läuft die ganze Zeit hier. Das ist eine Spritverschwendung. Wo ist eigentlich der Müll? Komme ich hier rum schneller zum Müll? Ah, geht so. Mehl, 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 Mehl. Oh. Can't find it anywhere. Ja, jetzt. Stell mir nicht so an. Ich habe extra nachgerüstet hier. 11,97. Moment, ich muss erst sauber machen hier. Piep, 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 piep. Fünfzig, sechsundsiebzig. Ich muss jetzt mal den LKW wegschicken. So, tschüss. Just these. Wow. Ich bin sofort da. Ich bin da, ich bin da. Exactly what I need. Nix? Nix. Okay. Ja, ja, ja. 19:38. Goodbye. Goodbye. Ich habe wirklich just what I was after. Rund um die Uhr auf, oder? Just these just today. What I need. This and I'm out. Eieieiei. 24. 24. Bye. So, ich mache jetzt gleich mal zu hier. 2:50. 60. 61. So. Today. Store is closed. Store is closed. Ah. Ah. Ach, das ist der Tisch. Ich habe gerade, ich habe so geguckt. In einem Augenwinkel sah es aus, als würde da jemand laufen. Nee, wir haben zu. Wir haben zu. Wir haben $336. War ich nicht eben bei 400? Ich gucke jetzt erstmal, was es hier noch so gibt. So. Regale. Wo steht denn eigentlich mein Level? Woher weiß ich, wann ich Level 2 habe? Hm. Ich order jetzt. Warte mal. Oder doch? Ich mache erst einmal von jedem nochmal hier. Doppelt. So. Und das ist ein Lagerregal, das brauche ich nicht. Das kann ich noch nicht. Checkout. Was ist das denn? Checkout. Achso, das ist eine Kasse, ne? Das ist ein großes Regal. Das ist ein kleines Regal. Ich nehme ein kleines Regal. Oh, jetzt muss er zweimal fahren. Das tut mir leid. Store Lab. Ach, ach, oh. Ah, jetzt, ich verstehe.
Store Level 2. $1000. Können wir noch nicht. Erstmal das Regal. So, ich räume das mal eben einmal ein. Und dann gehe ich einmal schauen, wie weit die liebe Peri ist. Komme ich überhaupt da oben an die Regale dran? Oh nein, das kommt doch dahin. So ein Mist. Ach, bring das nicht weg, das kann hier bleiben. Wo ist denn mein Regal eigentlich jetzt? Kommt das jetzt auch noch geliefert? Schups. Oh, da kommt es. Ich habe ein Chipsproblem. Dann müssen wir gleich nochmal gucken, ob ich wieder von neu anfangen muss mit ihr. Oder ob wir... Braucht man ein Regal? Oder ob wir bei mir hier ansetzen können. Oh. Rotate. Ist das... Ich meine, für die Höhe kann ich ja jetzt nichts, ne? Aber es scheint okay zu sein. Mehl. Das sieht doch schon mal gut aus. So, ich hoffe, dass der automatisch speichert. Oder kann ich hier irgendwo speichern? Optionen. Nee. Hallo? Gott. Ich hoffe, er speichert. Ich gehe mal die Peri holen. Ob ich jetzt mit dir in meinem Geschäft weitermachen kann? Continue. Wir werden es sehen. Jetzt bist du aber im Hintergrund wieder verschwunden. Bei mir nicht. Bei mir sind wir noch da. Oh, hallo? Sehe ich ein Video. Siehst du ein Video? Ich habe kein Video gesehen. Nein. Hui, das war nur ein Schnelldurchlauf von der ganzen Umgebung hier. Hi! Hallo! Man kann nicht springen. Das ist das Erste, was ich auch gesagt habe. Scheiß Bier, kann ich springen. Ja. Ich habe schon eben angedroht, ich werde dich an die Kasse setzen. Guck mal, das habe ich bisher gemacht. Also, es gibt kein Tutorial. Ich gebe dir jetzt das Tutorial. Ja. Also, wenn wir öffnen, musst du diesen Knopf drücken. Aber noch nicht. Bist du dir sicher, dass das nicht aussieht hier wie Nevada? Und wenn ich auf den Knopf drücke, macht es da hinten so pilzförmig. Boah, ja, das wäre auch eine Idee. Ich habe schon gesagt, das ist ein sehr einladender Shop. Die Regale habe ich schon mal aufgefüllt. Ich habe eben bestellt. Nee, nicht wieder einräumen, die sind leer. Ich hatte nur keinen Bock, die wegzuschmeißen. Wo schmeißt man die hin? Okay, pass auf, ich zeig dir das. Da draußen? Ja. Nee, da kommst du nur raus, glaube ich, wenn der LKW kommt. Das ist ja auch richtig. Und dann hoch genug halten. Ja klar, ich meine, es ist Holz und es klingt als, Ja. Kann man auch mehrere Boxen tragen? Nein, natürlich nicht. Wir haben kleine, dünne Spaghetti-Ärmchen und ein strahlend blaues Hemd an. Das darf nicht dreckig werden, also immer nur ein Teil. Herrlich. Guck mal, jetzt hast du doch mit mir die Boxen weggebracht. Eine fehlt noch. Ja, zu zweit geht das. Geht aufräumen ja besser. Alleine aufräumen ist doch doof. Das stimmt. Okay, du verkaufst. Ich weiß nicht, ich habe einfach gekauft, was es gab. Chunky Tuscan Inspired Bean Soup mit mehr Pilzen als Bohnen. Ich sehe aber auch gar keine Bohnen. Warmly spiced. Was ist das der Trick? Das sind Bohnen in Form von Pilzen. Dann würde ich das nicht essen. Bohnen, ja, Pilzen, nein. Dann gibt es hier noch Reis.
Und ist sogar aromatisch und fluffig, ja. Das steht da? Ah ja. Ja. Apfel und Zimt. Instant hier Haferflocken-Dings-Zeug. Brei. Ganz komisch aussehende Chips. Sind das Chips? Ja, ja. Ich habe die vorhin noch eine Ebene höher stehen gehabt. Ich finde auf dem Bild, das sollen... Obsidian. Okay. Das sollen, glaube ich, Kartoffeln sein, aber ich finde, das sieht irgendwie aus wie so ein schreiendes Gesicht da in der Ecke. Waschmittel, ja. Und Mehl. Das war's erstmal. Wir brauchen $1,000, damit wir den Shop aufleveln können. Okay, also du meinst, es ist eine gute Idee, würzige Suppe, trockenen Reis, Haferbrei, der süß ist, salzige Chips und Mehl in der Wüste zu verkaufen? Ich hatte keine Wahl. Das wollen die Leute. Wo ist das Wasser? Das gibt's noch nicht. Also ich weiß nicht, ob wir beide gleichzeitig hier auf den Computer zugreifen können. Du sitzt im PC. Ich sitze im PC, okay. Ja. Also wenn wir Level 2 haben, dann können wir Bier kaufen, Milch. Bier ist das bessere Wasser. Ganz viele verschiedene Sorten von Bier. Milch, nochmal Bier. Ah ne, da kommt erst Level 3. Wir können noch den Shop vergrößern, Regale kaufen und halt $1,000 zum Hochleveln. Warte, sitze ich auch im Schreibtisch? Oh. Du hast den Schreibtisch weggenommen. Ja. Den Schreibtisch weggenommen. Ich wollte auch Access. Sitze ich auch im Tisch? Du sitzt auf dem Tisch. Ah, schön. Sollen wir eröffnen? Ja, los, gib uns. Drück die Knöpfe. Willst du den Knopf nicht drücken? Nein, ich sitze. Okay. Store is open. Store is open. Peter fragt das nicht. Ja. Ich meine, wir sind mitten in der Wüste. Wer kommt? Ja, die Autos. Guck mal, wir haben so viele Parkplätze, da kommt einer. Ich war vorhin im Stress. Da kommt ein zweites Auto. Sportauto. Pass auf. Das Schlimme ist, der Zaun ist komplett drumherum, oder? Ja. Ah, nein, da nicht. Da ist eine Öffnung. Ich laufe jetzt weg. Ich gehe die Kunden holen. Oh, ich kann nicht weg. Hier ist eine Alpha-Wand. Kann ich überfahren werden? Oh. Alter, das Auto hat mich weggepufft. Lauf nicht vors Auto, da wirst du weggepufft. Oh. Na, machen Sie das auch richtig? Das sah auch so. Dim, dim, dim. Ich musste erst herausfinden, wie man eine Kreditkarte benutzt. Wow. Die kann ich nicht just über den Theke ziehen. Thanks. Just what I was after. 841. Exactly what I need. Ja. Yes. Ja, so sah sich da auch. 10, 1. Nicht ganz. Noch 20 Cent. This is just what I need. Thanks. Himmel, Armswirm. Ja, das gefällt mir besser. 3,49 €. Bye. Just these today. Nee, das zahlt sich. Just what I was after. Just what I was after. This is perfect. 4,75. 1, 2, 3, 4. Exactly what I need. Du wieder an die Kasse? Ich kann noch keine zweite Kasse bestellen. Ich mach mal eine Nachbestellung hier oder warte ich noch? Ich warte noch. Just these today. Oh, da kommen viele Leute. Cash. 1, 2, 3, 4. Ich mache eine Nachbestellung. 80. Exactly what I need. Just what I was after today.
Just what I was after. Just what I was after. Just what I was after. Oh Gott, ich hab Gott sei Dank die Nachbestellung gemacht. Los, LKW, komm, ist bald leer hier. Oh, nicht mehr viel, dann kann ich dir helfen beim Kassieren. Can't find it anywhere. Oh, was kannst du nicht finden? Ich bin noch dabei. Wahrscheinlich das Mehl. Was suchst du denn? Exactly what I need. This looks good. Oh, ich kann eine Kasse kaufen. Exactly what I was looking for. Fein, machst du das. Ja. Zweite Kasse kommt. Thanks. Gerade wo ich so einen Flow habe, guck dir das mal an. Just what I was at. Pack nicht so viel ein, so viel kannst du nicht tragen. So, ich pack mich mal gegenüber von dir hin. Ja. Ah ne, die müssen ja so rum. Bring these up. This looks good. Bye. Let's get these scanned. Ja, schneller Service, du. Ich weiß, warum du hier sitzt. Hier sitzt jemand aus Deutschland an der Kasse. This should do it. Thanks. This should do it. So, ich bin auch hier. Hallo. Die Deutschen. Sind berühmt für ihre Kassengeschwindigkeit. Just these today. Aber mich nervt das im Moment, dass die, zum Beispiel bei Aldi, die Sachen immer nur direkt, nachdem sie es gescannt haben, hinstellen. Und erst wenn sie noch das viel mehr good. Artikel haben, dann schieben sie das nach. Und ich will aber schon einräumen. Yep. Weil sonst bin ich zu langsam. Exactly. Oh, jetzt muss ich in die andere Richtung hier kassieren. Just these, thanks. 10, 6, 8. I'll be on my way now. Okay, jetzt muss ich das Regal im Auge behalten und die Kunden kassieren. Es ist nach 10, da wird es ein bisschen ruhiger. Hä? Bei mir steht 19.16 Uhr. Hä? Hier steht 22.20. Ja, klar. Und that change. Ja, die kaufen irgendwas ganz Kleines und bezahlen einen Riesenschein. Das ist bestimmt Falschgeld. My way now. Ja. Ich pack noch mal ganz schnell den Einkaufswagen voll. So, wir brauchen $1,000 jetzt. Goodbye. Thanks. What I was after. Dann können wir nämlich auch die Wandfarbe mal ändern. I appreciate the quick checkout. Nicht dieses wunderschöne Lavendel-Lila. Ja, vor allen Dingen nicht an allen Wänden. Hä? Warum dreht er sich mal wieder in die andere Richtung? Hast du das auch, wenn du dich zu weit nach links drehst, dass er dann automatisch nach rechts guckt? Ja. Das ist ja nervig. Ich wollte aber links die Betonwand gucken. Guten Tag. Wer ist Ihr Lieblingskassierer? Zu wem wollen Sie gehen? Just today. Ja gut, das merke ich mir. Hausverbot.
Dann gehe ich halt die Ware einräumen. Oder willst du die Ware einräumen und ich kassiere? Kann ich auch machen. Und schau, ob sie an deine Kasse dann gehen oder ob sie dann... Hm. This and I'm out. Wie du da angerannt kommst. Bring these up. 15, 9, 6. Just these today. 15, 6, 8. They don't have what I need. Das ist der fluffige Reis. Du bestellst immer zu wenig Mehl. Ja, dann bestell noch mehr. Hm? Chipsity, chip, chip, chips, chip, chips. Ja, wage mal zu behaupten, Chips brauchen wir nicht mehr. Guten Tag. Ja, benutzt gerne. Wieso sagst du, du benutzt deine Credit Card und gibst mir da Geld? 10, 15, 19, 60. Okay. Thank you. Just these, thanks. Einmal Chips, bitte. Okay. Oh, 96, 51, 50, 70, 90. 95, 96. Wie habe ich das good. Damals an der Kasse gemacht? Ne? Ich hab's gehasst. Goodbye. Just these, thanks. Nix. Okay. Kann ich die Kunden noch bescheißen? Was denn? Ich habe aus Versehen eine Cardbox gerade droppt, ja? Ja. Und ein Auto hat es einfach da mitgenommen und auf dem Parkplatz da hinten abgestellt gerade. Wenn du vom Auto angefahren wirst, dann macht's boing. Nice. Kann ich Ihnen helfen? Die Kunden treten die Boxen über den Parkplatz. Das nennt man Kunden-Entertainment. Ja. This is just what I need. Cardbox football. This should do. Thanks. Seid ihr Zwillinge? 50, 60, 70, 80, 85, 87, 84. Ja. Im Hintergrund der Mitarbeiter des Monats. Nio. Wie sind die hier überall Boxen? Nur zwei. Das ist wie diese Fanfußballs, weißt du, diese großen. Mhm. Oh, gestern waren wir beim Futterhaus und die hatten in Anführungsstrichen Sommerfest. Das war das trostloseste Sommerfest, was ich je gesehen habe. Oh Gott. Es war kein Schwein da und draußen war eine einsame Hüpfburg. Bye. Oh no. Daneben ein aufblasbarer Hund und halt diese Mini-Hüpfburg. Und innen drin konntest du an einem Rad drehen und dir dann Leckerchen für Hund und Katze aussuchen. Das war ganz cool, aber es war einfach keiner da. Hat die das nicht publik gemacht? Ja, in diesen Werbungsflyern da irgendwie. Weil dann sagte, ja, da ist heute Sommerfest. Und ich so, oh Gott, da sind ja bestimmt viele Menschen. Komm da an, nix. Fand ich gut. Ich habe auch am Rad gedreht. Also noch mehr als sonst, aber Kater hat Leckerchen gekriegt. Da bestellst du so viel, warum kommen wir nicht an die 1000 hier? Ich habe gerade 3 Päckchen Mehl bestellt. Pan, mehr noch nicht. Um Gottes Willen, jetzt sind wir arm. Wo bleibt der LKW? Ich habe vor 2 Minuten bestellt. Tja.
schlechter Service hier. Wir haben übrigens jetzt bei mir 3 Uhr morgens. Nee, wir haben gleich 6.30 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Nächste Nacht bei mir. Just these today. Mach auf die Luke da hinten. So, jetzt verschwinden. Du riechst komisch. Ich versuche jetzt mal die Kunden zu bescheißen. Nee, das geht nicht. Okay, mit Karte geht nicht zu bescheißen. Versuche jetzt der nächsten weniger Wechselgeld zu geben. Lauti? Lauti? Die packt das alles in ihre Jacke. Just these. Ich dachte gerade wirklich, die geht. Die hat doch mehr genommen als das, was jetzt hier steht. Man kann nicht mit ihnen interagieren. Nee. Ich frag mich ja, wo die das hingesteckt hatte. Ja. Ich meine, gut, sie hat kurz einen Rock an, ne? Aber. So, ich gebe jetzt weniger Wechselgeld. Das Passungsvermögen ausreicht. Ah, ich kann dir nicht weniger geben. 60, 80. Ich dachte, wir können ein bisschen unser Einkommen erhöhen. Nein. This should do it. Let's get these scanned. 22 Cent. Bring these up. Just these things. Ich werde immer besser dafür, dass ich an der Kasse sitzen gar nicht mag. Thank you. Hast du Waschmittel bestellt? Ja, kommt gerade. Super. Siehst du? Ja. Huch. Wenn wir irgendwann mal Level 2 haben, brauchen wir auch mehr Platz. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein großes Regal kaufen schon mal. Klingt nach einer guten Idee. Weiß ja nicht, was das kostet. Dann kommen bestimmt vielleicht, je nachdem wie es programmiert ist, auch mehr Kunden. Schade, dass man einzelne Sachen nicht da rausnehmen kann mehr. Found it. Die kaufen da zu schnell wieder. Just these today. Okay. Just these, thanks. 1997. Thanks. This one's on my list. Just these today. 2,99 mit Kreditkarte. Thanks. Das ist auch echt eine trostlose Musik, ne? Let's get these scanned. Yep. Könnt ihr bitte noch eine Oatmeal kaufen, bitte? Appreciate the quick checkout. This looks good. Exactly what I need. Just what I was after. Danke. Just these things. Ich hasse das immer, wenn man beim Einkaufen das Gefühl hat, man steht dem Mitarbeiter im Weg, weil er gerade was einräumen will. Und ich mir denke, kannst du es nicht irgendwie vor oder nach Feierabend machen? Ich bin der Meinung, früher war das so. Da habe ich nie jemand einräumen sehen. This is just what I need. Just these. Thanks. Mit Karte, kein Problem.
Das sind im Moment ein 24-7-Laden, glaube ich. Zwei. Was? 50, 70, 70. Exactly what I was saying. Exactly what I need. Hast du schon ein Regal gekauft? Noch nicht. Gerade bin ich immer ständig damit gerade beschäftigt, aufzufüllen. Nicht, dass ich das was gegen hätte, wenn sie viel kaufen, ne? Just what I was after. Warte, was? 9? Ich sehe nur mit leeren Kartons ständig lang flitzen. Ich sehe die immer nur von links nach rechts rennen. This is perfect. Exactly what I need. What I was after. Da kannst du mal sehen, wie viel eigentlich gekauft wird, oder? Mhm. Oh, warte. 50. 80. Könnte bitte jemand die einzelne Packung Waschmittel aus dem Regal da unten kaufen? I'll use my credit card. Das stimmt gar nicht. Du sagst Credit Card und hältst mit Bargeld hin. Oh, wie kriege ich denn das Geld wieder weg? Ah, nur Rechtsklick. Okay. Ich kann sie auch andersherum nicht bescheißen. Ich kann ihnen auch nicht zu viel Geld geben. Das finde ich gut. Das ist mir ja beim Pet Shop Simulator nicht aufgefallen. Also ich soll so einen Shelf holen, ja? Ja. Klein oder groß? Ich glaube ein großes. Was kostet das? 150. Ja. Machen wir. Mehl ist schon wieder gleich alle. Oh, so viele Hunden. Hasse. Menschen. 10. I'll use my credit card. 10. 50. 2. Thanks. Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, dann würde auch wenn ich nicht mehr nervös wäre hier mit der Kasse, es würde trotzdem Kasse nicht stimmen, weil ich irgendwann unaufmerksam wäre. Du wirst lachen, aber das große Regal passt hier nicht mehr zwischen. Kannst du das umdisponieren oder nur, wenn die leer sind? Schauen wir mal. Thanks. 50, 70, 80, 85, 87, 10, 20, 30. So viele Menschen. 12. Wie triggert mich das, ne? Wieso? Ob da noch ein schmales Zwischenpass? Let's get these scanned. Könnte sein. Exactly what I need. Exactly what I zwei, need. Vier, eins. This should do. This is six. Just what I need. Let's get these scanned. And I'm out. Acht, Komma, zwei, sieben. Thanks. Bring these up. Darf ich noch ein schmales kaufen? Ja, kannst du. Der arme LKW-Fahrer kommt sich auch bescheuert vor, oder? Wahrscheinlich. Ich war auch gerade da. Mehl ist alle. Naja, die haben keine Liefergebühren, ne? Ja. Ist aber schuld. Was war das gerade für ein Blitz? Blitz? Ich sah gerade so und dachte, Blitz. Ach, das ist schon wieder. Ich glaube, es ist die Sonne. Thanks for the quick service. Exactly what I need. 50, 70, 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's get these scanned. Könnt ihr nicht mal was anderes kaufen? Immer nur dieselbe Scheiße, ja.
This one's on my list. Thanks. Just these today. Wenn du gleich nichts zu tun hast, darfst du gerne mit an die Kasse kommen. Okay, ich versuche gerade, dass das hier passt. Just what I was after. Es passt um einen Millimeter nicht. Just what I was after. Just these, thanks. Nice. Just these, thanks. Bye. Bye. Thanks. Just these today. This is perfect. Nice. Thank you. Just these. Oh, die sind alle sehr begeistert von unserem Repertoire. Sagen alle nice. Es ist wirklich nur ein Millimeter. Ja, da steht jemand an deiner Kasse. Bye, just these, thanks. That's too expensive. This should do. Just these, thanks. But too expensive. Wir machen die Preise nicht. Thank you. See you next time. Use my credit card. Yes. I'll be on my way. Just these today. Thanks for the quick service. Appreciate the quick checkout. Just these. Ich kann aufstehen. Thanks. Ich kann aufstehen. Goodbye. Just these today. Ja. Hä, warum geht denn das jetzt dann nicht mehr? Just these today. Warum bist du jetzt an die Kasse gegangen? Bye. No luck today. Oh. Hä? Achso, es steht verkehrt rum. Wieso kriege ich das jetzt dann nicht wieder hin? Weiß nicht, aber wenn du es nicht wieder hinstellst, können die Leute nichts kaufen. Ah! That's too expensive. Ja, ich mach die Preise nicht, du Penner. Just these today. Hä? Kann ich das jetzt nicht hier hinstellen? Ich hab mich doch verarschen. Why the high price? This looks good. Let's get these scanned. No luck today. Oh, ich muss beordern. Oh mein Gott. Lauter Basteln, nichts gesehen. Ne? Warum hat er... Ja, kommt er jetzt zweimal im Wagen, wenn er das nicht nimmt. Why is this so expensive? Was ist denn dein Problem?
Doch, hier stehen ja Sachen im Regal. Das haben wir ja gar nicht gesehen. Ich kaufe hier ein. No luck today. No luck today. La 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 la. Hast du zufällig auch an Dosensuppe gedacht? Hm. Habe ich doch schon hingestellt, oder? Meinst du die Pilzbohnen? Ja. Und Oatmeal fehlt noch. Der hat ein bisschen Probleme beim Bestellen gemacht. Und Reis fehlt. Oatmeal und Reis. Ja, da kommt gleich noch eine Fuhre. Thanks for the quick service. Meow. Siehst du, da kommt er. This should do it. Ganz ehrlich? Du kaufst für 1 Dollar noch was ein und zahlst mit 100 Dollar. Ja. Die wohnt die High Society und beschweren sich trotzdem über die Preise. Schmeiß die leeren Kartons ruhig wieder neben den LKW. Neben den LKW? Ja. Exactly what I need. Just what I was after. Miau. Welche Kasse möchten Sie? Just these. Ja, okay. Just these today. Wieso geht ihr denn jetzt an zwei Kassen? Was soll denn das? 22, 2, 4. Bye. Ja, kein Problem, komme ich halt hier rüber. Don't have what I need. So, haben wir nicht, was du brauchst? Wir haben doch alles. Ich dachte, ich stelle die Ersatzpackung dahin. Wir haben doch nur 6 Produkte, oder? Ich glaube. Aufdringlicher Verkäufer. Ja. Just these today. Weißt du was? Das hier sind die Special Chips, so. Thank you. Let's get these scanned. Keine Geduld, die Frau. Oh. 70. 80. Okay, fangen alle unkonzentriert zu werden. Fühl dich über die Schulter und beobachte so. Oh, oh Gott. Ich hab dich gar nicht gesehen. Steht immer neben mir. Hier. Just these. Thanks. Atmet mich an. Bring these up. Eine Dose.
Ich habe jetzt die ganze Zeit in meinem Ohr dieses No Milk Today. Das steht auf meiner Hafermilch drauf. Glaubst du, ich finde das toll jedes Mal, wenn ich Hafermilch trinke? Jedes Mal No Milk Today, so ein Scheiß. Goodbye. Let's get these scanned. Kommt her! Kauft mehr! We need it. Be on my way. Just all my dreams. Just these. Thanks. Auf. Oder mehr. Exactly what I need. Kauf. Wir brauchen $1,000. Wir brauchen auch eine Erweiterung. Diesmal will ich die Verfolge kaufen, die nur einen Teil. Ich habe, vielleicht fühlen die sich getrieben und wollen dann schnell wieder gehen. Today. Du bist auch ein bisschen aufdringlich. Was hat er? Findest du ein Mutter mal rechts am Kinn? I, das sehe ich. Ich bin sehr fasziniert darüber, wie sehr 3D er aussieht und trotzdem wie flach gleichzeitig. Nicht mehr viel. Missy? 2, 3, 4, ha, 2, 3, 4, zack, 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 los. This is perfect. Special. Exactly what I need. Mehr. Dang it. Just this today. Könnt ihr mir Waschpulver kaufen? Das ist am teuersten. Just this today. Ich schwitze doch so viel. Ich habe gerade meine Jacke ausgezogen, weil es hier warm wird. Found it. This looks good. Circa 25 Grad. Just these today. Just these today. Achso, nix. Bring these up. Vielleicht hätten wir uns auf Waschmittel spezialisieren sollen. Aber dann kommen die da und rein und sagen, not what I want. Weniger als $400 noch. Und jetzt Stufe 2. Ich würde ja vor Freude springen, aber ich kann nicht springen. Es ist nur, weil uns die Depressivität dieses Shops hier in dieser Gegend uns an den Boden festtackert. Ja, es ist wirklich nicht sehr einladend, ne? Nee. Also so ein Laden geht man doch eigentlich... Ich wollte ihm gerade das geben, was er bezahlen musste. Just what I was after. Ja, zwei Leute, die passend zahlen, finde ich gut. Just these, thanks. Just these today. Nur diese Dose. Mit Kreditkarte für 1,29 Euro. Stromkasten hier draußen gefunden, aber ich kann ihn leider nicht öffnen. Wen hast du gefunden? Den Stromkasten. Ich wollte uns gerade die Sicherung rausdrehen. Bye, let's get these scanned. Neun, 91. Nimmst du dich nicht für so wenig hier einzukaufen? Da, vorhin hat einer nur eine Dose gekauft. What the? Hier, wird mit Karte gezahlt. This one's on my list. Chips This und Bohnen und Mehl. Nice. Klingt nach einer ziemlich Just verrückten these. Party. Thanks. Just what der I war doch gar after. Nicht bei dem Apple Cinnamon Ding. Wo hat er das her? Hier rechts in der Ecke war. Ach so. Exactly what I need. I think I'll use my credit card. 20. Hier nur. Just what I need. 6 Sachen hat der. I think I'll use my credit card. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 20, 25, 27, 70, exactly zu viel. So. See you next time. Exactly das machst du aber schön. Ja, this is perfect. Ich hab das gelernt. Exactly Wer geht uns schon wieder aus? Just Wer geht uns today. Aus? Mehl. Oh nein, mehr Mehl. Ja. Ja. Bring these up.
Ich finde, wir sollten ja mal für den schnellen, guten Service belohnt werden mit irgendwie mal einem Sternchen oder so. Das gibt's auch nicht. Na. Goodbye. This one's on my list. Goodbye. Da kommt der LKW schon. Exactly what er hat gelernt, er ist ein Tacken schneller. Mhm. Ey, 3,49 und will $96 nice. Zurückhaben. I think I'll use my credit card. 10, 20. Eine Packung Mehl. Ich meine, okay, es ist eine teure Packung Mehl. Eine Packung Mehl, 2,49. Das ist Luxusmehl. Ich habe es fast doch geschafft. Fast hätte ich es geschafft, durchs Gitter zu gehen. Just please, thanks. Congratulations. Du weißt, wie man eine Plastikkarte in einen Schlitz steckt. This and I'm out. Ah, so viel Wechselgeld. Warum tut ihr das? Ich höre die ganze Zeit den LKW. Ich habe das Gefühl, wir bestellen zu viel. Eine Packung Reis, 2,42. Obwohl, für Basmati-Reis? Das liegt daran nicht, dass es einfach dauernd leer ist, ja? Ich weiß, ich hätte das Mehl gerade aufgefüllt. Es war schon wieder zur Hälfte leer. Sie appreciate schnell den Checkout. Das freut mich. Habe ich davon? Nothing at all. Bye. Yes. Ich will Level up haben. This is just what I need. Let's get these scanned. Du hast doch diese Closed-Funktion doch nur. Damit du mal kurz aufatmen kannst. Ja, und auffüllen kannst, oder? Wahrscheinlich. 10, 20, 30, 35. Irgendwie dachte ich jetzt, du stimmst an mit 10 kleine Jägermeister. Hä? Ich weiß nicht warum. Oh nein, bitte nicht. Ist es die Ohrwurmfolge oder was? This looks good. This, and I'm out. 10 kleine Assi-Kunden kauften heute Mehl. I'll use my credit card. Gefühlt. Ich kann nicht auf Mehl reimen. Ich sitze so lange an der Kasse. Ich werde doof hier. Piep, piep, piep. Karte, tipp, tipp. Oh, falsches Wechselgeld. Egal. Ich dachte eigentlich, ich bestell ein, zwei Boxen mehr, sodass wir die ins Lager tun können, ne? Mhm. Aber die haben beim Auffüllen wieder so viel gekauft, dass einfach genau ins Regal gepasst hat. Just these today. Just these, thanks. Warum gehst du jetzt an die andere Kasse, du Penner? Exactly what I was looking for. Damit er wieder mit $100 bezahlen kann, weißt du? Ich kann jetzt nicht an die andere Kasse. Hast du Brett? Achso, bist du da, okay. Ich bin da. Schon aufgefallen, dass deren Zöpfe so aussehen, als hätten die in irgendein Schlammbad getrunken. I think I'll use my credit card. Jetzt kriegen sie überall die. Wie sind all diese Arme? Ja. Das, obwohl die Preise nicht für Arme sind. Just these, thanks. Wie nehme ich wieder einen Cent weg? Mit der rechten Maustaste auf auf den Betrag. This should do it. Thanks for the quick service today. Hat geklappt? Ja. Yeah. Okay. Thanks for the quick service. Yeah. Wollte ich ihm so viel geben, wie er bezahlen muss. Exactly. Just these. Thanks. Just these.
Just what I was after. Ich glaube, hier ist Russland. Goodbye. Just these, thanks. Just these today. Wir haben 1000, wir haben 1000. Exactly what I need. Soll ich deine Kasse übernehmen? Ja, ich bin gerade zu überfordert. This is just what I need. Thank you. Okay, stirb, okay. Update! Just these, thanks. Wie die echt an die andere Kasse? Ich komm gleich. Wo ist das? Hier, Store nice. Level. Level up! Ja, ich bin sure. Exactly what I was looking for. This and I'm out. Goodbye. Just these, thanks. Goodbye, just these, thanks. Ey, ich wollte gerade aufstehen, du blöde Kuh. This is just what I need. I think I'll use my credit card. Das liegt nicht daran, dass ich so langsam wäre. Thank you. Just these, thanks. Bring these up. Nein, geh weg jetzt hier. I appreciate the quick checkout. No luck to the what? Ich kann das schließen? Ja. Store is closed. So. Ich bestelle jetzt. Wir haben gar nicht so viel Geld, aber. Boxed Citrus Cake. Boxed Pineapple Cakes. Milchkarton. Bier. Mm. Bier einzig. Bier Achtung. Bier schliefen. Oh, gleich jetzt auf. Bier Schneider. Wieso kann ich das nicht anklicken? Ist das so teuer? Bier Warzig. Ne, kann ich auch nicht anklicken. Mach ich erstmal die Order. Ich hätte jetzt immer so ein. Genau. Bier Warzig. Haben wir noch. Schneider. Warum ist denn hier nochmal der Milchkarton? War der nicht da oben? Das ist eine andere Milch. Oh mein Gott, das ist eine andere Milch. Ich muss das alles einmal bestellen. 47, gut. Und dann sind wir auch pleite. Wem wird's, wenn wir gleich nachbestellen müssen? Du hast hier irgendwie noch eine Packung Cinnamon draußen gehabt. Hä? Ich? Du hast doch hier den Runner gemacht. Nein, das Bier muss in einen Kühlschrank. Okay, dann kommt's erstmal ins Lager. So ein Scheißdreck. Kann ich das jetzt alles? Die Kekse kann ich aber verkaufen, ne? Okay, die Kekse. Das sind teure Kekse. Die Milch muss auch im Kühlschrank. Er hätte das ahnen können. Wir haben kein Geld für Kühlschrank. Ich mach schon mal wieder auf. Weißt du, was das Schlimme ist da dran? Hm? Ich muss dich gleich verlassen. Ja, ich muss auch gleich aufhören. Ich muss das Ganze nämlich noch schneiden und für heute hochladen, weil heute ist Sonntag. Hey. Ich würde dir sagen, wir können um 15 Uhr weiter aufnehmen für Folge 2. Nee, heute nicht mehr. Das schaffe ich nicht. Nur einmal gucken, wie gut die Kekse ankommen. Wieso? Was ist dein Problem? Weil er Bier möchte und sowas. Und wir das nicht mehr haben. Hat er Pech gehabt. Der LKW ist da. Wieso sollte man eigentlich ein Lagerregal kaufen, wenn man die Sachen noch überall hinstellen kann? Soll ich mal frech sein? Ja. Man kann da gleich der Kühlschrank gehen. Yes, found it. Just these, thanks. Kein Problem. 2:42. Ich komme nicht raus, wenn du stehst. Es ist wirklich überall hier in der Kasse. Sitzt die eine Verkäuferin drin, kommt die zweite nicht mehr raus.
Just what I was after. Okay, sollen wir nochmal schließen und die Folge für heute just beenden? This today. Can't find it okay, anywhere. Okay. Und stell deinen Karton mal irgendwo ab hier. Door is closed. So. So, eine bitte, Dose kriegst du noch. Bitte gehen Sie dann. Wir haben jetzt geschlossen. Eine Dose für 1,29. Ja, kein Problem. Wir sind halt so. So, sehe ich eigentlich auch so hübsch aus wie du? Eindeutig. Wir sehen wirklich ein bisschen aus wie Russen. Ja, ne? Ich meine, manche von denen haben so einen Akzent. Näher komme ich nicht ran, aber... Du hast recht, so ein bisschen 3D, aber irgendwie auch nicht. Und ja, genau. Es ist so 2,5D. 2,5. Und sagen wir mal 3,8. 2,9. Du hast keinen Hintern. Bleib doch mal stehen jetzt hier. Will deinen Hintern gucken. Du hast kaum einen Hintern. Guck, hab ich einen Hintern? Minimal. Es lohnt sich nicht zum Draufhauen. Man kann nicht crouchen. Schade. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Wenn Store is closed. Was? Das kann man abbauen? Ja. Shop wird nie wieder geschlossen, wenn er das nicht. Kann ich das hier... Nein, ich kann nicht in Regal auch. Hier vom Gelände laufen? Ich möchte weglaufen. Wir müssen doch auch zu Hause haben. Wir haben kein Zuhause. Wir wohnen hier. Wir essen in der hier. Wüste. Guck dir das an, einfach in der Wüste. Das sah gerade aus wie so ein Wirbelsturm. Und wir schlafen übrigens auf dem, auf diesem Fließband hier. Ich dachte auch in den Kartons. Nee, die sind so gut für uns. Ach so, schade. So steht denn jetzt wir haben Bier und Milch. Ja, im Lager. Kann man das auch so hinstellen? Hupala. Kannst du es doch einfach mitten im Weg stellen. Ja, das wollte ich gerade ausprobieren. Dass die Leute vielleicht erstmal eine gewisse Zeit laufen müssen, damit sie nicht so schnell zur Kasse gelangen. Yes. Wir müssen ein Labyrinth bauen. Eigentlich müssen wir einen Supermarkt führen. So, Peri. Sag Tschüss zu YouTube. Tschüss, YouTube. Danke fürs Zugucken.